Heilung, Lektion 10. Zum Einprägen, Jakobus 4, 7. Unterstellt euch Gott und widersetzt euch dem Teufel, dann muss er von euch fliehen. Wie man sein Haus von bösen Geistern befreit. Francesca sagt, seitdem ich in dieses Haus eingezogen bin, vor 8 Jahren, geht es hier wirklich schlecht. Meine Tochter spricht nicht mehr mit mir. Und seit 16 Monaten sehe ich meine Enkelinnen nicht mehr. Die Angriffe geschehen immer öfter, mit Herzrasen, Atembeschwerden, Schwindel und sehr starke Magenschmerzen. Und nicht normalen Rülpser. Ich sehe Schatten und ich nehme nicht normal ab. Für die Ärzte habe ich nichts. Und seit einigen Tagen greift er auch meinen Sohn an, mit gleichen Symptomen. Solange wir außerhalb dem Haus sind, geht es uns gut. Aber sobald wir ins Haus reinkommen, fangen diese Dinge an. Gott möge mir helfen, ich bin so müde, aber ich gebe nicht auf. Schau, liebe Schwester, was hier passiert, ist ganz einfach, dass der Teufel dein Haus angreift. Entweder gibt es Sünden in diesem Haus oder ihr seid faul im Geist. Ihr habt ihm nicht euer Haus gewidmet, eure Finanzen, euer Leben. Alles, was nicht dem Herrn geweiht ist, erlaubt dem Teufel, hineinzutreten, weil es nicht Gott gewidmet ist und nicht von Gott geschützt wird. Was musst du somit tun? Du musst dein Haus Jesus widmen, dein Leben, alles. Und was nach der Befreiung noch mächtiger ist, ist, dass du in deinem Haus eine Kirche gründest, in deiner Familie. Ich rede nicht von der Kirche des Sonntages, in welcher du den Bank wärmst, sondern Leute, die mit deiner beten, die bekehren. Das ist deine Kirche. Dann musst du auch im Heiligen Geist wachsen. Du musst die Macht Gottes wachsen lassen. In deinem Haus, bis der Teufel keine Macht mehr hat. Das gilt auch für die Geschwister, die es an der Tür klopfen hören. Geräusche in der Nacht, Geister, welche den Kopf aufs Kissen drücken, müssen das Gleiche tun. Denn das sind Dämonen, welche das Haus angreifen. Ihr könnt sie umwickeln wie Würste. Man muss sich aber ganz dem Herrn widmen. Und nicht sagen, ach Herr, befreie mich vom Teufel, dann kann ich mein Leben weiterführen. Mein Egoismus, ich und meine Familie und die anderen schauen für sich selbst. Nein, du musst gehen und die verlorenen Schafe suchen. So viel du kannst, in deinem Bereich, in ein Missionsprojekt eintreten oder es selber mit Geschwistern tun. Das können wir sein oder jemand anderen. Dir gehört die Entscheidung. Dann müsst ihr in jedem Raum beten. Geschwister, welche ihr die gleichen Probleme habt, hört gut zu. Ihr müsst in jedem Raum beten, befehlen, dass jeder Raum mit dem Heiligen Geist gefüllt wird und den Teufel fortjagen, die Geister fortjagen, im Namen von Jesus Christus. Betet weiter, in jedem Raum, im Dachgeschoss und im Keller. In jedem Raum müsst ihr beten. Das müsst ihr tun, bis euch der Teufel nicht mehr stört. Ihr müsst nicht jeden Tag in jedem Raum beten, aber jeden Tag müsst ihr in eurem Haus beten. Wenn der Teufel euch angreift, greift ihr den Teufel an. Sagt Schriften auf, geht von Raum zum Raum und lest die Bibel, das Evangelium. Passagen wie zum Beispiel der Psalm 27, Psalm 91, Psalm 23, Lukas 10, 17 bis 19, Psalm 27. Der Triumph des Glaubens, Psalm 3, 4, Römer 8, 31 und so weiter. 1 von David, der Herr ist mein Licht und meine Errettung. Vor wem sollte ich mich noch fürchten? Bei ihm bin ich geborgen wie in einer Burg. Vor wem sollte ich noch zittern und zagen? Wenn mich gewissenslose Leute in die Enge treiben und mir nach dem Leben trachten, wenn sie mich bedrängen und mich offen anfeinden. Am Ende sind sie es, die stürzen und umkommen. Selbst wenn eine ganze Armee gegen mich aufmarschiert, habe ich dennoch keine Angst. Auch wenn sie einen Krieg gegen mich beginnen, bleibe ich ruhig und zuversichtlich. Um eines habe ich den Herrn gebeten. Das ist alles, was ich will. Solange ich lebe, möchte ich im Haus des Herrn bleiben. Dort will ich erfahren, wie freundlich der Herr ist. Und ich will nachdenken in seinem Tempel. Er bietet mir Schutz in schweren Zeiten und versteckt mich in seinem Zelt. Er stellt mich auf einen hohen Felsen, unerreichbar für meine Feinde ringsumher. In seinem Heiligtum will ich Opfer darbringen, voll Freude für den Herrn singen und musizieren.
Höre mich, Herr, wenn ich rufe, habe Erbarmen mit mir und antworte. Ich erinnere mich, dass du gesagt hast, such meine Nähe. Das will ich jetzt tun und im Gebet zu dir kommen. Verbirg dich darum nicht vor mir, stoße mich nicht in deinem Zorn zurück. Ich diene dir und du hast mir bisher immer geholfen. Gib mich nicht auf, verlass mich nicht, du mein Gott, mein Retter. Selbst wenn Vater und Mutter mich verstoßen, nimmst du, Herr, mich dennoch auf. Zeig mir, was ich tun soll, führe mich auf sicherem Weg, meinen Feinden zum Trotz. Liefere mich nicht ihrer Rachgier aus, falsche Zeugen verklagten mich, sie speien Gift und Galle. Ich aber bin gewiss, dass ich am Leben bleibe und sehen werde, wie gut es Gott mit mir meint. Vertraue auf den Herrn, sei stark und mutig, vertraue auf den Herrn. Psalm 91. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm, dem Allmächtigen, Ruhe finden. Auch ich sage zum Herrn, du schenkst mir Zuflucht, wie eine sichere Burg. Mein Gott, dir gehört mein ganzes Vertrauen. Er bewahrt dich vor versteckten Gefahren und hält jede tödliche Krankheit vor dir fern. Wie ein Vogel seine Flügel über die Jungen ausbreitet, so wird er auch dich stets behüten und dir nahe sein. Seine Treue umgibt dich wie ein starkes Schild. Du brauchst keine Angst zu haben vor den Gefahren der Nacht oder den heimtückischen Angriff beim Tag. Selbst wenn die Pest im Dunkeln zuschlägt und am hellen Tag das Fieber wütet, musst du dich doch nicht fürchten. Wenn 1000 neben dir tot umfallen, ja, wenn 10.000 um dich herum sterben, dich selbst trifft es nicht. Mit eigenen Augen wirst du sehen, wie Gott es denen heimzahlt, die ihn missachten. Du aber darfst sagen, beim Herrn bin ich geborgen, ja, bei Gott dem Höchsten hast du die Heimat gefunden. Darum wird dir nichts Böses zustoßen, kein Unglück wird dein Haus erreichen. Denn Gott wird seine Engel schicken, um dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen, und du wirst dich nicht einmal an einem Stein stoßen. Löwen werden dir nichts anhaben, auf Schlangen trittst du ohne Gefahr. Gott sagt, er liebt mich von ganzem Herzen, darum will ich ihn retten. Ich werde ihn schützen, weil er mich kennt und ehrt. Wenn er mich ruft, erhöre ich ihn. Wenn er kein Ausweg mehr weiß, bin ich bei ihm. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich lasse ihn meine Rettung erfahren und gebe ihm ein langes und erfülltes Leben. Psalm 23. Der gute Hirte. Jesaja 40,11. Hesekiel 34,11-31. Johannes 10,10-30. Offenbarung 7,16-17. Ein Lied von David. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft, er leitet mich auf sicheren Wegen und macht seinen Namen damit alle Ehren. Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr, sein Gast, und füllst meinen Becher bis zum Rand. Deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag. In deinem Haus darf ich bleiben, mein Leben lang. Lukas 9,1-2. Jesus rief seine 12 Jünger zusammen und gab ihnen die Kraft und die Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Er beauftragte sie, überall die Botschaft von Gottes Reich zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Somit schickte sie Jesus, um das Evangelium zu predigen, um Christus zu predigen, die Errettung zu predigen. Und das hält den Teufel fern. Jeder militärische Stratege, jeder Bruder, welcher Polizist oder im Militär ist und uns folgt, wird es uns bestätigen können. Man gewinnt einen Kampf nicht in Verteidigung. Jeder Boxer kann nicht auf den Ring steigen, um sich zu verteidigen. Der einzige Weg, um zu siegen, ist es, auf den Ring zu steigen und dem anderen ins Gesicht zu hauen, bevor er es tut. Du musst ihn schlagen, bevor er dich schlägt. Verstanden? Und wir sind auf dem Ring. Wir kämpfen gegen den Teufel. Wir haben Jesus und wir haben die Handschuhe des Heiligen Geistes. Und der Teufel hat die Handschuhe des Abfalls. Und wie schafft es der Teufel zu siegen? Weil einige unserer Geschwister halben Herzens sind. Sie sind da und beten zu Jesus,
Heile mich, Jesus, damit ich weiterhin das Fernsehen genießen kann. Ist doch klar, dass der Teufel gewinnt, oder? Man muss bereit sein, vorwärts zu gehen, bis zum Tode. Das ganze Herz Jesus übergeben. Ich gebe dir alles, alles. Das Haus, meine Besitze, meine Familie, alles. Der Teufel hat verloren. Was sagt Offenbarung 12,11? Hier wird erklärt, wie man den Teufel besiegt und es gibt keine andere Art, es zu tun. Viele Geschwister verlieren gegen den Teufel, weil sie Gott nicht alles geben. Offenbarung 12,11. Sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes und weil sie sich zum Lamm bekannt haben. Für dieses Bekenntnis haben sie ihr Leben eingesetzt und den Tod nicht gefürchtet. Verstanden? Sie haben den Teufel besiegt, weil sie ihr Leben nicht geliebt haben und das bis zum Tode. Wenn du Angst hast zu sterben, gewinnt der Teufel. Wenn du dein Leben nicht Jesus gibst, gewinnt der Teufel. Und somit wird die Verfluchung nicht aus deinem Haus gehen. Es heißt nicht, dass du ein heiliger Paulus sein musst oder ein heiliger Petrus. Nein, einfach, du musst das ganze Herz dem Herrn übergeben. Wenn du gelähmt bist und nur einen Finger rühren kannst, nur vier Worte sagen kannst, sag sie für Jesus. Und das ist alles, was der Herr erwartet. Du bist ans Bett gefesselt, du kannst nur reden. Dann rede von Jesus, wenn jemand zu dir kommt. Dein Wort geht nicht, du hast nur die Augen. Mit den Augen kannst du Liebe schenken, okay? Mach somit, was du kannst. Der Willen Gottes ist, wie wir in 2. Moses gelesen haben, ist nicht über dem Bösen. Und wie wir gesagt haben, ist es nicht zu weit weg, oben im Himmel, wo du nicht hinaufsteigen kannst, sondern es ist hier in unserem Herzen. Lukas 10, 17 bis 19, Markus 6, 12 bis 13, 30, 16, 17 bis 20 und Matthäus 11, 25 bis 27. Als die 72 Jünger zurückgekehrt waren, berichteten sie voller Freude: Herr, sogar die Dämonen mussten uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen beriefen. Jesus antwortete: Ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die Gewalt des Feindes zu brechen. Nichts wird euch schaden. Diese Schrift muss man dem Teufel lesen. Ich gebe euch Schriften für den Teufel. Sagt sie auf vor ihm, denn er kennt sie. Ja, er kennt sie, aber er braucht es immer, dass man es ihm wieder auffrischt. Somit haben sich auch die Dämonen unterworfen. Ihr könnt aber im Namen Jesus Christus zu den Dämonen gehen und sie interessiert das nicht. Du kannst zum Teufel gehen im Namen Jesus und die Teufel hören dir nicht zu. Warum? Weil diese Jünger mit vollem und ganzem Herzen gingen. Sie waren wirklich Jünger. Ein Jünger, ja, mit vollem Herzen, vollem Verstand, voller Sehne, dem Mund voll von Jesus. Und was kann der Teufel tun? Nichts, gar nichts. Weil seine Müllgabel, Aluminium und Papppapier voller Lügen nichts tun kann. Wir haben das Schwert des Wortes, der Teufel nicht. Wir haben den Heiligen Geist, der Teufel nicht. Wir haben Jesus, der Teufel nicht. Wenn wir mächtiger sind als er, warum verlieren wir dann manchmal? Weil wir Dummköpfe sind, weil wir halbherzig sind, weil wir schlafen, Stuhlwärmer. Wir in tote Kirchen gehen. Das ist, warum wir verlieren. Und nachher kommt der Abend. Sie sind in einem Garten gewesen. Nachher gehen sie in den Dachstock. Und dann? Am Abend müsst ihr einschlafen, nachdem ihr die Schrift gelesen habt. Alle zusammen, wenn das möglich ist. Aber wenn bei dir zu Hause jemand halbherzig ist, dann soll er sich arrangieren. Welche vollen Herzen sind, sollen es tun. Und wenn du am Morgen aufmachst, was machst du dann? Das Gleiche. Gelobt und gesegnet sind die Geschwister, welche am Morgen lesen, studieren, meditieren und die Schrift zusammen kommentieren. Wenn ihr zusammensitzt und isst, gesegnet sind diese, welche die Schrift lesen, anstatt von solchen dummen Dingen zu reden. Anstatt von Matteo Renzi zu sprechen, vom verrückten Renzi, von der verrückten Merkel, anstatt von diesen Dummheiten zu sprechen und sich nicht zu beklagen über Renzi, über Merkel, da kommt noch Schlimmeres, der Antichrist. Vergeudet eure Zeit nicht mit diesen Politikern. Lasst sie im Frieden. Sie sollen das tun, was sie wollen. Wir reden von Jesus, von der Bibel. Wir reden vom Evangelium.
planen wir, wie wir bekehren können. Wo gehen wir hin, um zu bekehren? Wie machen wir das? Drucken wir Flyer aus? Dieser verrückte Bruder Giuseppe, welcher DVD auf sein Radio getan hat, laden wir sie herunter, wenn sie euch gefallen. Sonst macht selbst welche. Habt immer Pistolen in der Tasche, das heißt DVD, Flyer oder was es auch ist. Wenn ihr DVD oder CD vergeben könnt, ist das das Beste, denn dann ist es, wie sie das Radio in der Tasche hätten. Somit gesegnet sind die Geschwister, die solches tun. Gesegnet sind die Geschwister, welche das Wort Gottes kommentieren, wenn sie zusammen essen, welche sich nicht die Seele von Fernsehen ernähren lassen, von den Medien, welche nur Gift verspritzen und uns deprimieren. Und nachher beklagen sie sich und fragen sich, warum sie depressiv sind, warum sie an Fluchen denken. Du sag mir, was du isst, und ich sag dir, wer du bist. Was du im Geist isst, und ich werde dir sagen, wer du bist.